100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. Er veränderte das Leben von Männern, Frauen und Kindern. In Tagebüchern und Briefen hielten Kinder ihre Erlebnisse fest. Denn das erste Mal in der Geschichte konnten viele von ihnen lesen und schreiben. Wie der russische Junge aus einem Dorf nahe der Grenze zu Österreich, der 10-jährige Mischa Petrowski. Die Österreicher haben alles zerstört. Sie haben unsere Nachbarn getötet. Meine Brüder und Schwestern. Meine Eltern. Alle sind weg. Nur das ist übrig. Ein Bild von Zar Nikolai und seinem Sohn Alexei. Alexei Romanow ist nur ein paar Jahre älter als ich, aber er wird irgendwann Zar. Und er wird dafür sorgen, dass unsere Feinde besiegt werden und dass alles wieder gut wird. Der Zar Nikolai Romanow wohnt mit seiner Familie in einem großen Palast in der Hauptstadt St. Petersburg. Seit über 300 Jahren regieren die Romanows Russland und niemand beschwert sich, weil der Zar von Gott auserwählt wurde. Zumindest glaubt das die russische Bevölkerung. Und Religion ist sehr wichtig in Russland. Die Menschen vertrauen ihrem Vater Zar, wie Nikolai II. Liebevoll genannt wird. Der Zar hat mehr Macht als jeder König oder Kaiser und kann das Parlament und seine Minister entlassen, wann immer er will. Der Zar ist das Oberhaupt der russischen Kirche und der Oberbefehlshaber der Armee. Russland ist im Krieg gegen Österreich-Ungarn, aber die russischen Soldaten wollen nicht mehr kämpfen. Genauso geht es den österreichischen Soldaten in den Schützengräben gegenüber. Еда! Еда! И что у нас на обед сегодня? Суп! Хлеб! Die russische Armee kämpft im Ersten Weltkrieg, weil Österreich-Ungarn das kleine Land Serbien angegriffen hatte. Russland und Serbien sind Verbündete. Darum kam der Zar mit seiner Armee den Serben zu Hilfe. Mit über 1 Million Soldaten greift Russland Österreich-Ungarn und Deutschland an. Russland hat die größte Armee der Welt. Doch obwohl ihre Feinde an mehreren Fronten kämpfen müssen, erleiden die Russen große Verluste und werden langsam zurückgedrängt. Russland ist ein riesiges Land. Es gibt viel zu wenig Straßen und Eisenbahnstrecken. Darum können die Soldaten an der Front nicht ausreichend mit Waffen und Lebensmitteln versorgt werden. А где ж? Только что буханка упала. Не понял. Вон, смотри, что мальчишка делает. Ах ты, чертенок. Попался. Ах ты, крыса. Такой маленький, а воровать уже с маленькими руками да научился, да? Danach hatte ich gesucht, etwas zu essen und die Möglichkeit, Rache zu üben. So schloss ich mich der Armee des Zaren an. Und ich wurde auch gleich mit offenen Armen empfangen. Sie konnten mich wirklich gebrauchen, denn ich wollte so sehr gegen die Österreicher kämpfen. Wegen des Krieges gibt es nicht nur für die Soldaten zu wenig zu essen, sondern auch für die Menschen in den Städten und Dörfern. Vergeblich suchen sie nach Lebensmitteln. Die Märkte sind leer. Viele Menschen verhungern.
Diese grausamen Zustände machen die Russen immer wütender und sie wehren sich. Hausfrauen sind die Ersten, die demonstrieren. Arbeiter und Studenten schließen sich ihnen an. Sie plündern Geschäfte und setzen Polizeistationen in Brand. Häftlinge werden aus Gefängnissen befreit und Polizisten getötet. Nur der Zar könnte die Ordnung wiederherstellen, doch Nikolai II. Ist weit weg, an der Front. Ihm und seinen Offizieren geht es nur darum, den Krieg zu gewinnen. Капрал Михаил Петровский докладывает, ваше высокоблагородие. Ну-ну. Это Кузьмин ему справил. Он использовал остатки. И что тут смешного? Пошутили, ваше высокоблагородие. Так ведь парнишка действительно захотел воевать. Я спрашиваю, что тут смешного? Вы что, не хотите сражаться? Нет, ваше высокоблагородие. То есть, да. Так чего вы тут стоите? Идите. Точно. Ты останься. Ты что, действительно хочешь драться с немцами? Да, и с австрийцами. Я хочу их стереть с лица земли. Дайди ближе. Еще ближе. Nicht nur in Russland schließen sich Kinder der Armee an. Überall in Europa folgen sie ihren erwachsenen Helden mit großer Begeisterung in den Krieg. In Russland gibt es die Tradition, Kinder, deren Eltern nicht mehr am Leben sind, in die Armee aufzunehmen. Diese Söhne der Armee kämpfen manchmal sogar an vorderster Front. Ich hatte noch nie zuvor Kandiszucker gesehen. Der Geschmack war verlockend. Ich würde alles tun, was der Offizier von mir verlangt. Ну что ж, хорошо. Русской армии нужны такие солдаты, как ты. Знаешь почему? Потому что не у всех есть столько смелости, как у тебя. Поэтому у меня к тебе секретное задание. Если кто-то из моих солдат не хочет воевать или все время жалуется на плохое питание или на холод, я хочу об этом знать тотчас. Ну что, по рукам, капрал Петровский? Иди. Так точно. Der Zar gibt den Befehl, die Aufstände in den Städten mit Gewalt zu beenden. Aber seine Soldaten weigern sich, auf Frauen zu schießen. Die Soldaten schließen sich sogar den Protesten an. Nikolai II. Kann nichts dagegen tun. Ohne seine Soldaten ist er machtlos. Am 15. März 1917 passiert etwas Unglaubliches. Он отрекся! Царь отрекся! Отрекся! Чего? Царь отрекся от престола. Так.
Но мы солдаты. Остаемся ему верны. Так, хватит. Я уверен. Мы же отдавали присягу. Спустя 300 лет. Мы наконец-то избавились от семьи Романовых. Как? Это невозможно. Совет рабочих и солдатских депутатов сверг его. Теперь у нас будет новое государство. Но как? Это невозможно. Смотри, малыш, здесь так написано. Совет рабочих и солдатских депутатов. Но это все неправда. Это все ложь. Теперь у нас будет такое государство, которое нас наконец услышит. А что с Алексеем? Что с Алексеем-то? Ну, раз его отец больше не царь, значит, он теперь царь, не так ли? Ты читай лучше. Nicht nur für Mischa ist das unvorstellbar. Die Romanow-Familie regiert Russland nicht mehr. Nach der Februarrevolution werden der Zar und seine Familie gefangen genommen und kurz darauf nach Sibirien geschickt. Weit weg von der russischen Hauptstadt. Zur eigenen Sicherheit, sagen die neuen Anführer. Denn viele Menschen in St. Petersburg würden die Romanows gerne töten. Fernab seines Palastes muss der Zar mit seiner Familie nun ein einfaches Leben führen. Doch es gibt noch immer treue Anhänger, die ihn auf dem Thron zurückhaben wollen. Давай. Ну, что, Миш? Как там настроение у моих солдат? Ну, они рады революции. Да, очень. Потому что после войны каждый получит кусок земли. Это нам обещало новое правительство. Смертной казни тоже больше не будет. Значит, все прекрасно. Недовольных в моем батальоне нет, так? Нет. На что они жалуются? На вас. Почему? Потому что вы обращаетесь к солдатам на «ты». По новым правилам вы должны говорить «господин». Это значит, я должен говорить солдату «господин»? Ну, не ко мне, наверное. Может, мне им еще чай по утрам подносить? Или в атаку вести под белые рученьки? М? Миша, скажи, они пойдут в атаку? Что же они собираются делать? Ты кушай давай. Die Soldaten sollen weiterkämpfen? Denn die neue Regierung in Russland hat den britischen und französischen Verbündeten versprochen, den Kampf an der Ostfront weiterzuführen. Nicht nur die Soldaten sind dagegen, auch der russische Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin. Lenin will die neue Regierung abschaffen und in Russland den Kommunismus einführen. Dann wären die Arbeiter und Bauern an der Macht. Doch dafür müssen die Reichen besiegt werden. Sie sind die wahren Feinde, meint Lenin. Darum will er den Krieg sofort beenden. Viele Soldaten sehen das genauso. Так же, как и мы, они не хотят воевать. Не хотят воевать? Да они все начали. Они нам объявили войну. Ну, представь себе, если бы все солдаты вдруг подружились, война бы сразу закончилась. И ни один офицер не сможет помешать. Австрийцы идут. Наши настоящие враги — это военные чины.
промышленники, все богачи, кто наживается на войне. Если мы сможем убедить в этом австрияков, то идея революции распространится по всей Европе. Я не понимаю, они что, не хотят воевать? Нет, я твой мальчик. Началась мировая революция. Как Ленин и предвещал. Беги, Богдан, беги! Ich verstand das alles nicht. Wer hatte geschossen? Und warum haben wir 3 Jahre lang gegen die Österreicher gekämpft? Sollen wir einfach vergessen, was sie uns angetan haben? Nicht nur Russen und Österreicher verbrüdern sich, auch Soldaten an anderen Fronten. Deutsche und englische Soldaten feierten sogar einmal gemeinsam Weihnachten. Aber ihre Offiziere haben das sehr schnell beendet. Sich mit dem Feind anzufreunden, wurde als Verrat angesehen und mit dem Tod bestraft. Богдан! Как? Я думал... Это были русские гранаты. Кто-то из нашей стрелял, когда мы хотели объединиться с австрийцами. Ты знаешь, что это сделал? Да. Зачем, Миша? Почему ты нас предал? Австрийцы зажгли наш сарай. Там были все мои братья и сестры. А моих родителей они повесили во дворе. А вы хотите дружить с этими убийцами? Да, потому что мы хотим покончить с этим безумием. Уже достаточно разрушено. Наши враги не австрийцы, а те, кто хотят продолжить эту войну любой ценой. Пора решать, Миша, на чьей ты стороне? Wie immer wollte ich den Zaren um Hilfe anflehen. Doch das hatte nun keinen Sinn mehr. Um mich an den Österreichern zu rächen, hatte ich meine Kameraden verraten. Das konnte ich nicht mehr ungeschehen machen. Die Revolution kann nicht aufgehalten werden. Im Oktober 1917 kommen Lenin und die Kommunistische Partei an die Macht. Und zum zweiten Mal in einem Jahr findet in Russland eine Revolution statt. Regierungsgebäude werden besetzt und eine Gruppe Revolutionäre stürmt den Palast des Zaren, um die Regierung gefangen zu nehmen. Und auch Mischa hat einen wichtigen Auftrag bekommen. Ну что, они по-прежнему хотят брататься с врагом? Или они выучили свой урок? Миша, скажи, ты что ты слышал? Я тебе не ты, а господин. Что? Я больше не твой цепной пес! Капрал Пет... Как вы посмели сюда войти? Я ваш старший офицер. Это все прошлое. Не нужны нам более офицеры. А кто же будет командовать? Ты, может быть, Кузьмин? Или ты, что ли, Аристов? А почему бы нет? Я бы не стал стрелять своих. Пошли вон. Я сказал, пошли все вон! Viele hohe Offiziere und sogar Generäle werden von ihren eigenen Soldaten gefangen genommen. Молодец, Миша. Теперь все будет хорошо. Von nun an wählen die Männer ihre eigenen Kommandeure. Doch viele russische Soldaten werfen ihre Waffen weg und gehen einfach nach Hause. Niemand hält sie mehr davon ab.
Lenin hält sein Versprechen, das er den Menschen gegeben hat, und beendet den Krieg. Am 3. März 1918 schließen die russischen Kommunisten Frieden mit Deutschland. Dadurch verliert Russland einen großen Teil seines Territoriums. Doch Lenin geht noch weiter. Auf seinen Befehl hin werden der Zar, seine Frau, ihre vier Töchter und ihr einziger Sohn Alexei getötet. Nie wieder soll ein Zar über die Menschen in Russland herrschen. Ich hatte alles verloren durch den Krieg. Meine Familie, meine Hoffnung. Aber ich habe gelernt, dass das Töten ein Ende haben muss. Und verstanden, wer die wahren Feinde sind. Царь мертв, как и его сын. Вот и хорошо. Значит, война действительно закончена. Что насчет Польши и Украины? Неужели мы их навсегда потеряли? Кого это волнует? Дома я получу надел земли. Это все, что меня интересует. Россия достаточно большая страна. Прощай. Прощай. Ich muss meinen eigenen Weg finden. Und das werde ich. Für Mischa ist der Krieg vorbei. Doch an den anderen Fronten in Europa wird noch immer gekämpft. Hallo zu Arte Journal Junior. Oder ich könnte auch fast Hola sagen. Wir sind heute nämlich ziemlich spanischsprachig unterwegs. Erstmal wird's aber ein bisschen geschichtlich. Vor genau 70 Jahren wurde das Ende des Zweiten Weltkriegs eingeleitet. Ein historisches Ereignis, D-Day genannt. Was ist da passiert? Wer war dabei? Wir erklären's euch.